Das ist natürlich eine Diagnose, mit der jeder etwas anderes verbindet. Den Begriff hat jeder schon gehört. Meistens verbindet man damit auch Dinge wie Bewusstseinsspaltung oder Dinge, die aus irgendwelchen Filmen bekannt sind und es wirkt vielleicht unheimlich. Wichtig ist, dass man sich über die Krankheit der Schizophrenie als Patient und auch als Angehöriger gleich zum Zeitpunkt, wo die Diagnose gestellt wird, bei den Fachleuten auch entsprechend informiert. Die Schizophrenie ist natürlich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Es ist eine ernsthafte Erkrankung, die oft chronisch verläuft, die manchmal in Phasen, in guten und schlechten Phasen verläuft. Also gibt es ganz unterschiedliche Verlaufsformen. Das wird man den Betroffenen alles sicher gut erklären. Und Information ist gerade zum Diagnosezeitpunkt sicher das Wichtige, um sich auch ein bisschen von Vorurteilen, die in der Bevölkerung verbreitet sind, befreien zu können. Also ich glaube, es ist immer gut, es hängt davon ab, in welchem Verhältnis Sie zu Ihrem Angehörigen natürlich stehen. Wenn das ein gutes Vertrauensverhältnis ist, Eltern, Kind oder Partner oder guter Freund oder naher Verwandter, dann wird man schauen, dass man diese Informationen gemeinsam einholt, dass man sich gemeinsam überlegt, was brauchen wir an Wissen, um gut damit umgehen zu können. Allerdings, wenn der Betroffene selbst das nicht so möchte und sagt, das ist jetzt eher meine Sache, muss man das auch respektieren, sollte aber dann immer wieder Angebote machen, sich zu beteiligen.